Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dead Space. Ich habe ein Problem mit Dead Space. Nein, generell. Und zwar, wir waren jetzt hier. Ich hatte eigentlich schon eine neue Aufnahme angefangen von einer weiteren Runde. Wollte gleich am Stück durchspielen. Und das Problem ist aber, bei mir hat dann alles irgendwie zerhauen, ja. Also, dann kam. Plötzlich Besuch kam noch und die Hunde haben übelst gebellt. Dann habe ich mich verklickt. Dann habe ich die Aufnahme pausiert. Dann habe ich weitergespielt, ohne die Aufnahme wieder zu starten, ne? Und dann ging es halt nur noch hin und her. So. Ja, kurzum, wir müssen das jetzt nochmal spielen und es ist halt etwas, was ihr jetzt nicht gesehen habt. Alter, der Typ macht mir immer wieder Angst. Ich hätte es doch wissen sollen. Dem bauen wir mal die Teilchen ab hier. Und dann begeben wir uns vorsichtigen, zaghaften Fußes. Ich nehme mal über die Waffe. Vorsichtigen Schrittes gehen wir jetzt mal hier weiter. Und zwar gibt es hier gleich noch ein ziemliches Rätsel, wo ich sehr, sehr lange dran gesessen habe, bis ich es kapiert habe, beziehungsweise ich musste dann nachschauen, das kam noch dazu. Ich hatte dann eh nochmal pausiert, um nachzuschauen. Was? Könntest du dich mitnehmen? Tja. Und hatte dann eben nachgeschaut, dann bin ich wieder rein, dann kam das mit den Nachbarn und Hunden und Lärm und ach, was weiß ich. Es war ziemlich blöd. Und deswegen darf ich den Scheiß nochmal machen. Ich war ja zum Glück nicht weit gekommen. Weil ich überfordert bin. Wir können nichts mitnehmen. Seit wann denn sowas? Es ist halt auch, daran merkt man, dass es auf leicht gestellt ist. Wir können mal nicht so viel mitnehmen, wie wir gerne hätten. Genau. Dann bin ich hier hochgerannt und als erstes fast schon reingelaufen. Bis ich kapiert habe, worum es ging. Diese Dinger hier, diese Düsen, schützen uns vor dem Feuer, das hier überall ist. So zumindest die Theorie. Wenn ich jetzt hier reingehe, passiert mir nichts. Aber wir müssen halt immer gut hinter den Dingern bleiben. Damit uns nichts passiert. Die Sache ist nur die. Es ist alles ein bisschen eine feine Wissenschaft für sich. Und Ziel ist es letztendlich, jetzt kann man es gar nicht sehen, da an der Seite, da sind drei Sicherungskästen. Die müssen wir zerschießen, ne? Okay, also angeblich stehen wir in den Flammen, aber uns passiert gerade nichts, das ist schon gut. Wir haben schon mal eine. Okay, passiert wieder nichts. Bin etwas paranoid, das ist halt echt Konzentration, was jetzt gerade vonnöten ist. Okay. Deswegen bin ich auch gerade ein bisschen stiller. Oh, Moment, nicht so weit weg. Denn wenn wir außerhalb des Dings sind, erwischen uns die Flammen auch wieder. Das ist alles Kacke. Okay, da ist die dritte. Hallo. Erwischt. Ne, es leuchtet noch, ne? Im Gegensatz zu den anderen. Leuchtet es noch und es sind immer wieder komische Geräusche. Ich bin mir nicht sicher, ob das Aliens sind, die hier sind. Die locker irgendwie geschnörkelt werden oder so. Jetzt. Haben wir es kaputt gemacht, endlich. Genau, und da vorne gibt es keins. Das heißt, wir müssen wieder zurück jetzt irgendwie.
Aua, 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 aua. Ja. Das zurück ist ein bisschen schwieriger. Okay. Wie kommen wir hier zurück? Sonst zur Not einfach mal rennen. Wir werden eh gleich wieder angezündet. Aua. So. Ich hoffe, wir brauchen das nicht mehr. Wir werden es rausfinden. Scheiße. Unten waren keine Medikits, ne? Da waren nur Munition. Aber wir gehen jetzt mal gucken, was unten vielleicht schon passiert ist oder nicht passiert ist. Da haben wir alles ausgeschalten. Und das hat sich nichts geändert, okay. Das ist immer noch geschlossen und da hinten, was war da drin nochmal? Ich glaube, da war Plasma-Energie. Mit dem Plasma haben wir ja jetzt gerade ein bisschen geballert. Ja. Gegen die Wand. So, wieder hoch. Jetzt müssen wir uns auf der Seite auch noch probieren, den Spaß. Ich freue mich. Tierisch. Aus? Nee. Ein bisschen zu nah dran mal wieder. Alter, das sieht nicht gesund aus. Es klingt immer wieder so, als ob wirklich hier irgendwelche Aliens zu Schaden kommen. Hat das jetzt aufgehört? Hört einfach nicht auf. Okay. Wir haben jetzt zwar alle Reaktoren oder was auch immer ausgeschalten. Aber ich möchte das hier nach hinten mitnehmen. Okay, okay. Ich war mit der 2 weg. Ja, gut. Tja. Ich glaube, wir müssen wieder rennen, weil ich krieg das immer nicht rückwärts gezogen. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ah, wir müssen da rein. Ah, okay, wir müssen eh dorthin. Alter! Schon Isaac, beruhig dich wieder. Hä? Wohin müssen wir? Da hinten hin, natürlich. Auch wenn es weiter nichts ist. Leute. Ich sehe uns hier sterben. Ach, wir haben keine Heilung mehr. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Von daher müssen wir das wahrscheinlich eh gleich nochmal machen. Jetzt stirbt er einfach so. Scheiße. Noch eh was passiert ist. Gut, das war's nicht.
Das Problem ist, wie kommen wir da hin und her? Vielleicht fangen wir erst mit der anderen Seite an, dann müssen wir nur noch von dort aus rennen. Dort scheint es ja in die Tür reinzugehen. Vielleicht haben wir mit der falschen Seite einfach angefangen. Wie auch immer. Ja. Etwas deprimierend. Das ist, ich meine, immerhin ohne Viecher. Aber das macht es ja nicht unbedingt besser. Okay, wir sind wieder hier am Anfang. Haben also auch noch unsere ganzen Lebenspacks und sowas noch dabei. Das heißt, wir können jetzt gleich mit der Seite starten einfach. Wir wissen ja das Prinzip an sich. Das ist ja das Schwierige. Das Prinzip ist schon klar. Nur die Umsetzung scheitert irgendwie ein bisschen. Alter. Okay. Ich bin auch ein schlechter Schütze einfach immer wieder. Mal halt auf dieselbe Höhe damit. So. So. Nach vorne kriege ich es halt schon bewegt, aber eben nach hinten nicht mehr. Hä? Ach, das ruckt immer noch. Nee, du sollst nicht rücken. Okay. Wir werden eh getroffen. Aber wir sind schon fast da. Wir haben nur einmal ein Medipack verbraucht. Jetzt quasi. So. Und jetzt machen wir das auf der anderen Seite auch nochmal. So. Möchte nicht getroffen werden. Die kleine Mira möchte einfach nur nach Hause. Und Isaac. So. Okay. Bleib dahinter, Isaac. Ich weiß, Isaac, du wirst jetzt denken, Alter, dann spiel mit mir richtig. Du bist ja derjenige, der leider blöd anstellen, weil ich mich so blöd anstelle. Ich denke mal, von euch sind ja auch einige dabei, die das Spiel schon mehrfach durchgespielt haben. Ich noch nicht. Aber es sieht manchmal auch nicht so gut aus, dass sie klappen würde. So, jetzt mal gucken. Ist es aus? Keine Flammen mehr? Hatten wir letztens welche übersehen? Und hatten wir welche vielleicht nur übersehen, weil jetzt kommen keine Flammen mehr. Okay. Antriebsenergie ausgefallen. Siehst du das? Hast du ihn? Oh mein Gott, du hast ihn! Genau das, was wir brauchen. Damit hatten wir nicht gerechnet. Ich muss hier runter, ja. Okay. Du hast ihn. Ja. Flammen machen uns gar nichts. Munition explodiert doch nicht durch die Flammenunterhitzung oder so. Wohin müssen wir? Upsa. Ach, das ist ein... Hier drüben! Ich habe versucht, sie anzufunken, aber mein Ton war aus. Sie haben den Singularitätskern! Huh? Sonst hat sie raus! Bringen Sie den Kern zum Schatten und schaffen Sie nicht auf mich! Oh, Scheiße! Ah! Oh, 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 oh!
Ups, sorry, da war ich aus Versehen zu schnell. Bin aus Versehen draufgekommen und aus dem Spiel rausgefallen. Zeitlupe weggeballert. Lockdown aufgehoben. Ich habe sämtliche Vitalsignale von Hammond verloren. Ist er tot? Oh Gott. Jetzt gibt es nur noch uns, Isaac. Scheiße. Ja, ja, uns. Du so viel machst. Vibe. Ich hab sein Bein. Ich kann nicht mehr. Moment. Ach ja, Hitze. Sorry. Konnte gerade nicht mehr nichts anderes mehr machen als anvisiert laufen. Ich habe seinen Fuß. Ich sollte aber besser aufhören rumzualbern. Und hier gehen. Hallo? Habe ich geöffnet? Alter. Achtung, kritisches Versagen der Treibstoffeindämmung. Sofortige Evakuierung des Schiffes. Achtung, kritisches Versagen der Treibstoffeindämmung. Sofortige Evakuierung des Schiffes. Ja, ich bin ja schon dabei. Versagen der Treibstoffeindämmung. Sofortige Evakuierung des Schiffes. Komm mit mir rein. Man darf im Brandfall doch eigentlich gar nicht den Aufzug benutzen, oder? Upsa. Das sieht das Spiel wahrscheinlich auch so. Hallo? Kritisches Versagen der Treibstoffeindämmung. Sofortige Evakuierung des Schiffes. Jojo, habe ich verstanden. Ich möchte nur erstmal hier rauskommen. Okay, zum Speicherstand komme ich wahrscheinlich nicht mehr. Es wird nicht gespeichert. Oh nö. Ich weiß gar nicht wohin. War das richtig? Oh ja, Gott. Es war tatsächlich Ende richtig. Der Schwerelosigkeit. Hey. Ende des Vakuums. Warum habe ich denn so viel Atem? Was hat er mir? Das hat mir wahrscheinlich. Das habe ich durch die Aufrüstung wahrscheinlich zu verdanken. Von meiner besseren Hälfte. Weil wir hatten gerade über 80 Sekunden Leben, also Sauerstoff. Aber das gefällt mir ja schon wieder gar nicht. Oh, Gottes Willen. Hast du was für mich, Kekse oder so? Nein, nein. Da ist nur ein Shop. Wir verkaufen mal ganz kurz im Shop ein bisschen was. Ja. Leicht, nervös. Ich würde gern speichern. Und ich ärgere mich, dass wir das nicht konnten. Inventar. Haben wir keinen Halbleiter oder so mitgenommen? Nö, den konnten wir nicht mitnehmen, ne? Okay. Huhe. Dezente Angst. Oh Gott, ja. Ja.
Gehen wir kurz noch an die Werkbank und dann verlassen wir dieses scheiß Kapitel. Ja, wir sind aus dem Kapitel gleich raus. Ich freue mich. Oh, Gottes Willen. Gucken wir mal, ob wir die Waffe hier noch aufrüsten können. Anscheinend nicht. Machen wir mal hier ein Update rein. Okay. Wir gehen ins nächste Kapitel. Wir haben es geschafft. Oh Gott, wir haben es geschafft. Ja. Weg von der Wailer. Oh Gott, ich hoffe, dass diese schnellen Viecher uns nicht verfolgen, dass sie jetzt frei rumrennen, sondern auf dieser explodierenden Wailer bleiben. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich meine, das Spiel ist scheiße. Warum sollte es dann nett zu uns sein? So, Fortschritt speichern. Ja, hier gleich am ersten, genau, annehmen. Ja. Das Ende aller Tage. Ja, das klingt doch total berauschend. Setzen Sie Energiezellen. Ja, habe ich nicht gelesen. Kapitel 10. 12 sind's. Scheiße, es sind noch viel zu viele. Ach Gott. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Da wir gespeichert haben und die Zeit Gott sei Dank rum ist, würde ich mal behaupten, ne? Wir sehen uns erst in der nächsten Folge wieder. Von daher, bleibt dran, bis dahin, macht's gut.